wir haben jetzt gerade erfahren, dass ein Löschfahrzeug, was hier zu dieser Einsatzstelle alarmiert war, man muss sagen, in einen Hinterhalt gelockt worden ist. Es war eine Barrikade auf der Hermannstraße. Das Fahrzeug hielt an, diese Barrikade hat gebrannt. Und kurz nachdem das Fahrzeug angehalten hat, sind 25 Vermummte auf dieses Fahrzeug zugestürmt, haben die Rolldänen hochgerissen, wollten Gerätschaften klauen, haben mit Waffen auf dieses Fahrzeug geschossen, sodass unsere Kollegen nur noch die Flucht antreten konnten. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt und einige Ausrüstungsgegenstände sind aber entwendet worden. Ich bin ehrlich, an dieser Stelle, das ist fast nicht mehr zu glauben.